Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video möchte ich mal den Original Arduino Uno vergleichen mit zwei Clones hier aus China. Ich werde da auf die Hardware mal eingehen, was da so der Unterschied ist. Und ja, gehe einfach mal hier das durch, was ich so aufgeschrieben habe. Also das erste wäre mal, bei dem Original kann man hier den austauschen, den Atmega 328. Es gibt auch Clones, die haben diesen noch drauf. Ich habe aber hier zwei in SMD-Bauform, da kann ich den natürlich nicht so einfach tauschen. Aber hier ist es möglich, wenn man den also irgendwie zerschießt, dann kann man sich einen neuen Atmega 328 kaufen, hier mit dem ISP dann den Bootloader installieren und dann funktioniert er wieder. Das ist also sehr gut. Das zweite, was ich sehr gut finde, ist einmal die Beschriftung natürlich hier oben auf der Leiterplatte. Die ist sehr klar und deutlich zu erkennen. Und was aber noch gut ist, ist die Beschriftung hier auf den Buchsenleisten. Was mich allerdings wundert, ist, dass hier zum Beispiel alle Pins nochmal wirklich detailliert aufgeschrieben sind, also von der Nummerierung her, und hier bei dieser Buchsenleiste Digital PWM nicht mehr und auf der anderen Seite auch nicht. Das verwundert mich so ein bisschen. Hätte man hier sicherlich nochmal aufdrücken können. Was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, der Original ist eben Open Source. Man bekommt alle Dokumente und die Software dazu natürlich auch. Es ist eben alles offengelegt. Und da komme ich schon mal zu dem Nachteil der beiden Clones. Hier ist nichts offengelegt. Also man weiß nicht, was es für ein Hersteller ist. Und einen Plan dazu bekommt man nicht. Wobei der Plan sich sicherlich nur ja, in verschiedenen Bereichen von dem Original unterscheidet. Aber man findet einfach keinen Plan. Also wenn man jetzt eins von diesen Boards hier kauft aus China, dann bekommt man eigentlich nur das Board und mehr nicht. Es ist auch keine Beschriftung hier drauf, auf den Buchsenleisten, wie man sieht. Das ist also ein gravierender Nachteil aus meiner Sicht. Ein Vorteil von den China-Boards ist natürlich der Preis. Die kosten hier so zwischen 4 und 8 Euro, je nachdem, wo man sie bestellt. Und was ich auch gut finde, ist, es gibt hier zusätzliche Durchkontaktierungen, also Pins. Einmal hier und einmal auch hier und auch parallele Pins hier zu den Buchsen. Das hat einen riesen Vorteil, denn man kann jetzt nicht nur ein Shield von oben raufstecken, sondern auch von unten. Ich zeige das gleich nochmal bei dem anderen. Hier diese Pins sind praktisch nochmal für RXTX und SCL und SDA und auch 5 Volt und 3,3 Volt. Das ist ganz gut, sodass man da auch mal direkt rangehen kann und was anlöten kann oder so. Was so ein bisschen schlecht ist, in dem Fall, wenn man jetzt ein Arduino nimmt, also entweder das Original oder so einen Klon, wenn man hier so eine USB-B-Buchse hat, dass man nur Shields verwenden kann, die eine hohe Stiftleiste haben. Ich zeige das mal hier. Ich habe hier ein Shield mit einer normalen hohen Stiftleiste. Also die ist nicht, also ganz normal, ist nicht besonders hoch. Und wenn ich das dann eben hier raufstecke, dann ist es so. Na, dass es also hier zu einem Kurzschluss kommt. Also definitiv, ich habe hier die Pins von der 7-Segment-Anzeige schon abgeknipst, aber trotzdem ist es so, wenn man es jetzt runterdrückt, hat man also einen Kurzschluss. Also für solche Boards mit einer normalen USB-B-Buchse, da braucht man ein Shield, was hohe Stiftleisten hat, sonst geht es leider nicht. Ich habe ein anderes Board hier, das hat so eine Micro-USB-Buchse. Da ist natürlich gar kein Problem. Und da kann man jedes Shield draufsetzen, was man da so findet. Ein kleines Manko ist hier bei den Clones aus China. Also bei denen war das so, ich habe das schon korrigiert, dass diese Buchsenleiste komplett schief drauf war. Also die waren hier irgendwie völlig verbogen bei beiden. Ich habe die dann gerade gebogen, beziehungsweise nochmal versucht ja, anzulöten, sodass sie dann auch gerade sind. Und ein kleines Manko ist auch bei diesen China-Clones, muss man einen Treiber installieren. Und zwar einen Treiber hier für diesen USB-Controller, diesen CH340, den gibt es im Netz, den hier. Das ist an sich aber nicht weiter wild, normalerweise funktioniert es. Also den Treiber braucht man für Windows, für Linux nicht. Das wäre mal so eine, ja, so ein kleines Manko bei den Clones. Ein weiterer sehr negativer Punkt ist der, das habe ich öfters gelesen, selbst erfahren habe ich es noch nicht, dass es sein kann, dass bei den China-Clones der Bootloader nicht drauf ist.
Das heißt, selbst wenn man das jetzt an den PC anschließt und dort wird der USB-Controller hier erkannt, dann kann es sein, dass wenn der Bootloader nicht drauf ist, dass man sein Programm dort nicht hochladen kann. Also muss man dann per ISP hier auf der rechten Seite mit dem USB-Programmieradapter dann den Bootloader installieren, was natürlich sehr lästig ist. Normalerweise will man ja so ein Board haben und gleich loslegen. Das ist also, finde ich, sehr negativ. Was ich bei allen Arduinos hier, die hier liegen, schlecht finde, und das war, glaube ich, ein Problem von Anfang an, dass diese Buchsenleisten hier nicht im Raster 2,54 sind. Also die ist hier, glaube ich, noch im Raster 2,54 von dem Abstand hier von diesen beiden und diese andere Seite leider nicht. Und das war ein Ärgernis von Anfang an. Man kann also hier keine normale Lochrasterplatine irgendwie raufstecken für seine eigenen Projekte, sondern ist immer darauf angewiesen, hier irgendwie so ein Shield zu kaufen, was dann daran angepasst ist, und dann kann man nur so damit arbeiten. Ich hatte ja zu Anfang erzählt, dass diese China-Clones hier oben und unten hier noch jeweils Durchkontaktierungen besitzen, parallel zu der Buchsenleiste. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich zum einen natürlich hier ein Shield draufstecken kann, von oben, ganz klar. Das ist ja bei jedem Arduino möglich. Aber jetzt habe ich auch die Möglichkeit, von unten noch was raufzustecken, weil ich komme ja jetzt hier ran. Und wenn man jetzt also hier noch so ein Lochraster-Shield hat, dann kann man den einfach hier unten mit draufstecken, sodass man hier so einen Block kriegt, so ein Paket im Prinzip. Und ich habe jetzt hier so ein Multifunktionsshield zum Beispiel oben drauf und kann aber hier unten noch zusätzliche Hardware mir selber zusammenlöten. Und das macht die Sache natürlich sehr flexibel. Das ist also eine sehr positive Sache, dass man dort noch diese Durchkontaktierung hat. Dies war nun eine kurze Übersicht über die Hardware von diesen drei Boards. Und ich will mal ganz kurz auf den Stromlaufplan hier eingehen von dem Original Arduino Uno. Und zwar ist es folgendermaßen, dass bei den Clones dieser ATmega 16U2 nicht vorhanden ist. Da ist ja der USB-Controller drauf, dieser CH340. Bei dem einen Clone war hier auch keine Sicherung. Also das ist hier eine Sicherung. So, wenn ich das hier mal zeige, also hier ist jetzt keine Sicherung drauf. Bei dem Original ist hier eine drauf, hier das goldene Bauteil. Und bei dem anderen war auch eine Sicherung drauf hier. Also bei dem ist es hier nicht der Fall. Die Schaltung hier mit dem LM358, umzuschalten zwischen externer Spannungsquelle und USB-Quelle, ist bei allen gleich. Die Spannungsregler an sich sind aber nicht die, die jetzt hier bei dem Original verwendet werden. Also das unterscheidet sich. Bei dem einen Board ist es so, die haben also hier zwei von diesen Bauformen drin, und bei dem anderen ist es so, die haben also hier diese Bauform drin und auch eine kleinere SOT23 Bauform für diese Spannungsregler. Bei dem Original Uno ist es so, der hat also hier dieses SOT223 ist es, glaube ich, für die 5 Volt, und hier haben sie nochmal den ganz kleinen für die 3,3 Volt. Also die haben letztendlich nur andere Bauteile verwendet von der Funktion. Hier ist es aber letztendlich genau das Gleiche. Auch die Bestückung von Widerständen ist etwas unterschiedlich gestaltet. Bei dem Original ist es so, die haben also hier in diesem Bereich auch Widerstandsnetzwerke eingesetzt, dort diese Bauteile. Und bei dem einen, glaube ich, bei dem hier ist gar kein Widerstandsnetzwerk vorhanden. Die haben also einzelne Widerstände bestückt. Bei dem anderen hier wiederum sind Widerstandsnetzwerke vorhanden, hier zum Beispiel. Also da ist es so ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, was da günstiger zu produzieren war, wurde dann jeweils das bestückt. Da sich ja auch die Bauform von den Controllern unterscheidet, also von dem Atmega 328, gibt es bei der SMD-Bauform noch zwei zusätzliche Pins. Nämlich hier bei diesem Klon ist noch A6 und A7 rausgeführt, was natürlich sehr gut ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mal mit dem anderen Klon hier, da sind diese Pins, das ist der dritte von oben hier auf der linken Seite und der fünfte, glaube ich, sind nicht rausgeführt. Das heißt, bei diesem sind diese Pins A6 und A7 auch nicht zugänglich. Insofern, ja, unterscheidet sich das so in dieser Form. Ja, das war mal hier so ein kurzer Vergleich zwischen diesen drei Boards. Es gibt natürlich wesentlich mehr China-Clones
als nur diese beiden. Da muss man also schauen, was zu dem Projekt dann entsprechend auch passt. Ja, und ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.